Wir haben hier ein konventionelles Serienfahrzeug, in das wir zusätzlich eine elektrische Hinterachse integriert haben. Das Fahrzeug hat normalerweise nur Frontantrieb. Wir haben mit der elektrischen Achse die Möglichkeit, jede Fahrsituation, in der der konventionelle Antriebsstrang das Moment nicht zur Verfügung stellen kann, weil zum Beispiel der Gang gewechselt wird. Die Gangwechselphase besteht aus Kupplungsöffnen, Gangwechseln, Kupplung schließen. In dieser Phase habe ich keinen Vortrieb. Und in dieser Phase liefert mir die elektrische Achse das Vortriebsmoment, sodass ich dann eine kontinuierliche Beschleunigung habe. Wir haben jetzt das System aktiviert, das heißt, der Verbrennungsmotor läuft und die E-Maschine unterstützt den Anfahrvorgang. Wir haben einen elektrischen Allradantrieb. Man hört die Schaltungen. Wir sind jetzt im zweiten Gang, dritter Gang und vierter Gang. Die Beschleunigung ist kontinuierlich und die Geschwindigkeit erhöht sich unterbrechungsfrei. Wir können weiterhin mit dem System den Segelaustritt komfortabel machen. Das Fahrzeug segelt bei nicht betätigtem Fahrpedal. Die Kupplung ist geöffnet. Der Verbrennungsmotor stellt Leerlaufdrehzahl ein. Sobald ich das Fahrpedal wieder trete, liefert die E-Maschine das Vortriebsmoment. Und der Verbrennungsmotor kann auf seine Zieldrehzahl angehoben werden, sobald der Verbrennungsmotor dann durch das Schließen der Kupplung das Vortriebsmoment wieder übernommen hat, wird die E-Maschine entsprechend deaktiviert. Das heißt auch, dass ich keinerlei Verzug zwischen Fahrpedalbetätigung und Vortriebsmoment habe. Weiterhin können wir mit dem System boosten. Das heißt, bei einer Kickdown-Betätigung wird zusätzliches elektrisches Moment an der Hinterachse gestellt. Und ich erhalte so mit eine deutlich höhere Fahrzeugbeschleunigung, zum Beispiel für einen Überholvorgang. Wir können weiterhin rekuperieren. Verschiedene Strategien. Das Rekuperationsmoment ist dabei frei wählbar, abhängig von der Fahrsituation. Zusätzlich können wir natürlich auch rein elektrisch fahren, das heißt mit ausgeschaltetem Verbrennungsmotor. Nun liefert die E-Maschine alleine das Vortriebsmoment und stellt somit eine rein elektrische Antriebsmöglichkeit dar. Auch hier kann wieder rekuperiert werden und somit die Batterie in Schubsituationen geladen werden. Bei einer Kickdown-Betätigung im reinen E-Betrieb wird dann der Verbrennungsmotor wieder zugeschaltet automatisch. Das heißt, dann stehen wieder beide Systeme mit voller Leistung zur Verfügung, sodass ich auch dann wieder maximalen Vortrieb erhalte. In diesen Situationen ist das Fahrzeug dann immer ein Allrad. Das heißt, immer wenn die E-Maschine und der Verbrenner zusammen das Antriebsmoment liefern, habe ich ein Allradfahrzeug, Allrad on Demand sozusagen.